Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, Imperialer Agent bzw. Scharfer Schütze. Ich wollte eigentlich längere Folgen machen, aber habe ich schon wieder verpennt. Ist mir leider erst eingefallen, als ich die Folge beendet habe. Und ja, ich kann die Folge leider nicht immer unnötig in die Länge ziehen. Und derzeit werden sich diese Kopfgeldaufträge machen. Ihr könnt ja immer Wünsche und natürlich immer gerne Kommentare oder ins Vorschlagsforum. Alderaan, habe ich davon zufällig den Porter? Ja, den habe ich. Was war denn das jetzt? Und poppt da jetzt plötzlich die Gildenbelohnung auf? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Bitte, ich drücke gerade auf Alderaan, die Gildenbelohnung poppt auf. Das ist auch geil. Mitten in der Aufnahme, Alter. So, da bin ich wieder. Also hier ist jetzt wirklich die Gildenbelohnung, wird's wirklich gekommen. Ne, ich war Kommando, weil die sind, glaube ich, immer am meisten wert. Kommt jetzt besser vor. Ja, du kannst deine Gefährten an dem Terminal wiederkriegen. Ist aber nicht so. Ich hoffe mal, dass die Quests jetzt nicht weg sind. Aber dann können wir die Folge so ein bisschen länger, ziehen. Ach guck mal, ich glaube, der Balken läuft in diese Richtung. Hoffen wir, dass die Quest jetzt auch noch da ist. Hier die Kopfgeldquest. Oh fuck, ich bin total falsch hier gerade, denke ich. Ich muss doch da hinten hin. Was ist hier? Achso, das ist dafür hier. Das kann weg. Ich hoffe mal, dass das Event jetzt auch da ist. Und ist sich wegen dem. Jetzt aber nichts mehr. Njocht. Das ist Njocht, Korrekopfform. Okay, lassen wir den Scheiß. Ich meine ja eigentlich auf 15 Minuten oder 20 Minuten reicht doch wohl eigentlich für eine Folge. Oder wie viel wollt ihr denn überhaupt für eine Folge überhaupt haben? Wie viele Minuten? Ey, ist der Typ jetzt wirklich verschwunden oder was? Ist der Typ jetzt wirklich weg oder was? Wie geil ist das denn? Mitten in der Aufnahme verpisst sich der Typ einfach. Der leckt mich da am Sack, Alter. Ich habe mich schon gewundert, warum die Typis nicht da. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zur Flotte. Das ist doch jetzt extrem scheiße. Die Quest ist weg. Scheiße, ich glaube, jetzt ist wirklich die Quest weg. Ich muss aber ganz kurz zur Flotte gehen und gucken, ob die Quest noch da ist. Weil ich glaube jetzt einfach mal, dass sie jetzt weg ist. Oh Gott, was für ein Fail, ey. Ich schmeiß davon dabei wahrscheinlich sogar noch eine Kopie auf meinen Highlight-Channel, ey. So dumm, ey. So ein Fail. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Weil letztens ging es, glaube ich, noch länger. Ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet. Dass er. Oh fuck, es ist 20 Uhr, scheiße. Gehen Boss in Castle gleich. Wahrscheinlich verfasse ich ihn jetzt sowieso wieder. Jetzt ist sowieso schon zu spät. Erst recht, weil ich das die ganze Zeit das Icon verfehle. Und weil das Spiel sowieso gerade wieder nicht lädt. Endlich. Ja, oh Gott, ich hab's aber noch geschafft zum Gildenboss. Der ist aber noch nicht mal angetouched. Okay, erstmal ab zum Kartellbazar. Ey, so ein geiler Fail, ey. Flashpoint Chaos, oha. Das wird ja natürlich eine schwere Sache. Wir können ja mal auf die Eroberung von dieser Woche noch eingehen, dann haben wir zumindest bei der Folge noch ein bisschen Sinnvolles mit drin. Ey, das ist auch ein geiler Fail, ey. Ich will jetzt mal wirklich gucken, ob die Terminals jetzt wirklich weg sind. Ja oder nein? Weil die Händler sind auch nicht mehr da.
Oh, Alter, ich kann nicht schreiben. Verschwindet. Verschwindet. Okay, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf die Eroberung ein. Ich gucke mal ganz kurz, um mal ganz, ganz sicher zu gehen. Nochmal hier. Hauptebene. Ja, ist weg. Weil sonst würden jetzt hier nämlich die Typi stehen. Ja, okay, dann gehen wir mal irgendwo hier hin, wo uns jeder sieht. Und wir einfach mal bitte in die Treppe stellen. Was? Ja. Meint ihr jetzt mich oder meint ihr damit jetzt das richtige englische Wort? Ich glaube, ich verpiss mich doch mal nach oben, nicht, dass mich hier jemand findet. Fahr! Weil hier oben, da kommen ja die kommen ja viele Spieler nicht hin. Deswegen verstecke ich mich mal hier oben. Ranked Invite, ja natürlich. Wenn man auf Twitch geht, dann wird man direkt eingeladen, ist klar. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? So, erstmal raus hier vor allen Dingen. Erstmal würde ich mich freuen, wenn das Ganze geladen wird. Und natürlich, sobald ich die Aufnahmetaste drücke, erscheint das Ganze natürlich. Also fangen wir an. Flashpoints. Veteranen Flashpoints oder galaktische Konflikte machen. Gut, das bringt natürlich auch die meisten Punkte. Operation ist nichts für mich. Hier wieder Kriegsvorräte herstellen. Da, das kann ich direkt mal anfangen. Ach ja, so ein Schreibmacher zählt sogar auch noch dazu. Das, was ich jetzt bauen will, das zählt auch dazu, oder? Infanterieversorgungskits. Infanterieversorgungskits. Kriege ich dafür einen Bonus? Ich brauche ja eh nur 15 Minuten dafür. Das ist ja das Gute, wenn man die Gefährten wirklich weit levelt, dann brauchen die nur 15 Minuten dafür. Wenn man natürlich einen Gefährten hat, der natürlich standardmäßig nicht auf 50 ist, dann dauert das natürlich manchmal auch über eine Stunde. Hat schon Fälle gehabt, da habe ich dann halt über eine Stunde gewartet. Also, du hast alle Herausforderungen im Flashpoint Blutjagd im Meistermodus gemacht, was jetzt alle Herausforderungen gemeint ist. Operation interessiert mich nicht. Handwerks-Invasionsstreitwacht herstellen. Meistermodus, Flashpoint, Entermannschaft, irgendein Viech besiegen, irgendein Boss. Hier auch nochmal. Rishi, Ilum. Gibt es ja auch irgendwas Sinnvolles, was man noch machen kann? Alles die Kämpfe, Unterstützung, lustige Kultur und sollte spenden, okay, das hatten wir auch schon. Ein Ranglistenspiel gewonnen. Hier zum Beispiel auch wiederholbar, die ganze Zeit wiederholbar sogar. Also hier sieht man ja an diesem goldenen Wiederholungszeichen, die sind nur täglich wiederholbar. Also die mit dem silbernen, die mit dem goldenen oder was auch immer das für eine Farbe ist, gelb. Die kann man immer wieder machen. Aufstände interessiert mich jetzt auch nicht. Flashpoints kann man ebenfalls machen. Normale Kriegsspiele gewonnen. Abgeschlossen. Oder Raumjäger. Also wirklich, diese Woche gibt es ja echt nicht viel zum Farmen. Wirklich hier nur Rucksack. Ich weiß gar nicht, ist das nur einmal? Das ist nur einmalig. Scheiße. 10 Stück herstellen. Das ist natürlich auch keine Sache, die schnell geht. Aber Punkte, die bringst ja. Ah, das ist doch wieder scheiße, ey. Verschwindet vor allen Dingen. Beim Verschwindet rum. Warte mal. Warte mal, er hat ja genau in meiner Quest geschrieben. Machen wir es auf meiner Quest vor allen Dingen nach meinem Schreiben da. Genau, ich wollte übrigens auch noch einen Kommentar bekommen, dass ich noch irgendwas verschenken soll. Also können wir das mal gleich mal machen. Hier oben ist ja, glaube ich, auch ein Briefkasten und ein Dings. Und zwar, ich muss so ganz kurz den Namen kopieren, Moment. Und zwar, der Spieler wollte ein, was war denn das jetzt? Alderaan-Weltmodell haben. Eins davon. Warte, wie kriege ich jetzt hier eins raus? So, ne? Ja. Eins. Namen habe ich mir jetzt mal kopiert hier. Ja, ich habe hier noch ein paar Credits drin. Die muss ich mal bald mal rausholen. So. Und fuck, kein dahinter. So. Ja, muss passen. Senden. Ja, passt. Supi. Hast ja nicht gesagt, wie viele du willst, aber ich verschicke grundsätzlich mal nur eine Sache. Aber dadurch, dass sich sowieso kaum Leute dafür melden, kann ich im Prinzip mal Ausnahmefälle machen und mal zwei verschicken. Jetzt packe ich erstmal den ganzen Mist hier mal rein. Das kann weg. Das kommt jetzt für mich ins Teil, das kommt da rein. Ja, ich vermittle mein Sortieren immer. Das kommt auch nicht hier rein. Ey, das ist so mal doof, dass es hier auf der Flotte kein Vermächtnislager gibt.
Was, keine Antwort? Was gibt's denn heute im Gardellmarkt? Okay, ich glaube, das gab's gestern doch schon, oder? Furchterregende Wut. Das war auch irgend so ein Heilscheiß da, ja genau. Radartisch, ach, das ist Deko. Ob ich so einen Scheiß brauche? Woher ist das? Einfach nur aus dem Kartellmarkt direkt. Ich kann auch mal gucken, wie toll mittlerweile die Statuen sind. Wow. Satellitenschaden Schaden für 8,8 Millionen. Hätte ich sie bloß erst jetzt gekauft. Rehe waren natürlich extrem teuer. Wo muss Rehwarn immer die teuerste sein? Das ist unfair. Bei denen, die man will, ist die teuerste. Aber ich kann es mir so oder so nicht leisten, deswegen ist es im Prinzip egal. Aber ja gut, wäre trotzdem geil. Ich akzeptiere sämtliche Ja, Währungsformen. ist schön. Warum gibt es hier überhaupt hier oben noch dieses Band? Ich habe es mir ja damals wirklich mal für Credits gekauft, bei meinem allerersten Charakter. Mittlerweile habe ich das ja überall hier unten. Aber früher habe ich mir das Ding echt gekauft. Für 1,25 Millionen Credits ist ja auch nicht gerade billig. Ich frage mich, warum das Ding so teuer ist, weil es eigentlich gar keinen Sinn macht, da man sich als Free-to-Play sowieso nicht kaufen kann. Ja, zumindest auf normalem Weg nicht. Ja gut, früher habe ich halt während einer kurzen Abo-Zeit, ich weiß gar nicht, was ich hatte, ich glaube, ich hatte da irgendwie so ein 7-Tage-Test-Abo oder so gehabt. Da habe ich mir den Scheiß mal geholt. Mittlerweile habe ich aber Digital Deluxe Edition, das heißt, ich bekomme das Ding sowieso mal. Komm, schmeiß mal eine Jukebox an, dass wir die Vielen Folge noch Dank für voll Ihren kriegen. Besuch. Ich muss irgendwie über 10 Minuten kommen. Ja, das weiß wenigstens. Was wollen wir denn jetzt nehmen hier? Komm, ich schmeiß wieder eine Münze. Ich schmeiß eine Münze. Und zwar, wie viel Auswahl? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibt's. Heißt also 6. 2, sagt das Spiel, also wir waren bereit zum Sprung. Ich höre erstmal gar nichts. Ich hoffe, das Video jetzt gleich gesperrt wird wegen dem Scheiß. Chat, nee, Sound war's. Okay, jetzt auch hier auf. Mit dem Mikro klingt das echt scheiße, wenn man singt. Oh fuck, jetzt gut, dass er im Fahrstuhl war, sonst wäre ich ganz runtergefallen. Schade, dass ich weiß gar nicht, wie weit die Musik klingt. Ob man die jetzt durch die komplette Flotte hört. Weil so gesehen unten steht da so eine Jukebox nicht. Das heißt, man kann nur von hier oben die Musik steuern. Und ich muss sagen, die Chips sind ja nicht wirklich teuer. Abgesehen davon, dass ich wieder so viel Kohle im Inventar habe. Ich gehe einfach mal auf meine Festung. Wer kauft denn pro Stück 70k? Was ist denn das für ein Blödsinn? Warum kauft der bitte pro St für 70.000 pro Stück? So ein Gefährtengeschenk. Ja gut. Ich könnte sie mir theoretisch verkaufen. Aber ich habe leider keine 4.000 Stück davon. Und so viel Credits kann ich auch nicht annehmen. Wir fahren jetzt auch gerade keine Gefährten ein, die sowas brauchen. So scheiße, ey. Das ist wirklich so teuer, der Scheiß. Wer kauft denn sowas? Das ist doch Blödsinn. Ich meine, ich finde 30.000 dafür schon teuer für so ein Gefährtengeschenk. Ich gehe mal in die Festung. In der Festung ist man allgemein immer ungestört. Die Festung ist öffentlich, glaube ich. Ist die öffentlich? Habe ich die jetzt öffentlich gemacht? Ich weiß nicht, habe ich die damals öffentlich geschaltet? Ich muss kurz gucken, ob ich die öffentlich geschaltet habe. Aber theoretisch bin ich da theoretisch sowieso immer ungestört. Es gibt ja auch so irgendwie so einen Erfolg, wenn man 50 Leute auf seiner Festung hat. Ob das mit der Festung überhaupt geht, weiß ich gar nicht. Wie viele Festungsmitglieder die haben kann. Man kann ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Spielern auf seine Festung lassen. Ja, komm, wenn sie mal laden würde, heißt es. So. Ich habe sie tatsächlich öffentlich geschaltet, für beide Seiten sogar. Das heißt, also auch Republikaner könnten sich auf meine Festung schleichen. Was ist hier überhaupt drin? Hier bin ich irgendwie total selten dran. Wow, 93 Millionen, die will ich haben. Nein. Was haben wir hier noch so drin? Member. 5 Gegenstände kann ich hier nehmen, theoretisch. Mache ich aber jetzt nicht. Das Ding ist, glaube ich, von mir. Das habe ich irgendwann mal hier reingeschmissen, weil ich den Mist, aber weil ich den nicht losgeworden bin. Member 2 ist da auch irgendwas drin. Wow, hier sogar goldene Dinge. Wenn jetzt ganz arschig ist, wird man die Dinge einfach rausnehmen und Handelsmarkt stellen, aber sonst scheiß mache ich natürlich nicht. Hier eine Menge Stims, hier nochmal eine Menge Stims. Das kann man gar nicht sehen. Diese Einstellung finde ich total schwachsinnig, dass es die überhaupt gibt. Aber na gut, da hat sie nochmal eingeführt. Holocron der Furcht, wie sieht das aus? Nein.
Ich sagte, wie sieht das aus? Ich will es nicht umsortieren, ich will wissen, wie es aussieht. Alter, der leckt mich doch. Zwar kann das nicht mehr umsortieren? Wie dumm ist das denn? Hier noch eine Menge Flaggschiff-Pläne. Warum kann man das jetzt nicht anschauen, wie es aussieht? Warte, ich mach es mal so, dann meckert der nicht gleich wieder. Das finde ich voll dumm, dass man das nicht sehen kann. Materialien, was ist da alles drin? Eisscharre, die bei der Scheiß. Den will sowieso keiner haben. Die kriegt man Folge, mit der wird man vollgebildet. Den Eisfahren, den gibt's auf Rot, den braucht man für das Haustier. Kriegsvorräte, die braucht auch keiner. Ja gut, wer es halt braucht. Was will ich jetzt eigentlich ursprünglich machen? Ich wollte zum Vermächtnislager gehen. Ich find's echt doof, dass es kein Vermächtnislager auf der Flotte gibt. Habe ich die Folge jetzt schon über 10 Minuten? Ja, oder? Locker. Das war jetzt für die 10 Minuten zumindest ein Witz, für alle, die es jetzt nicht verstehen. Für alle, die jetzt hier denken, Clickbaiter. Natürlich ist das jetzt kein Clickbait, das war jetzt gerade nur ein Witz. Ah, fuck, das Ding muss doch hier rein, ey. Ich passe nämlich 30 Leute drauf, nur. Ich dachte, es wären mehr. Ich mich doch wieder getäuscht. Das kann weg, das kann weg. Zweiten Grades, ersten Grades brauche ich nicht. Ersten Grades kann weg. Also ab zu Felucias Dato. Jedenfalls packe ich jetzt immer unter jeder Folge den Link zu einem Twitter-Account, von dem ihr rein. Wenn er euch gefällt, könnt ihr mir auch folgen. Weil das da muss auch noch rein. Und das da auch noch. Auch 159 Stück schon. Kann ich mir schon ein bisschen was verkaufen. Ja. B macht noch B. B für bauen. Passt sogar eigentlich der Shortcut. B für bauen. Hat sich das ja noch verändert? Nee. Auf jeden Fall. Gucken, wie schnell ich wieder Eroberung diesmal fertig werde. Ich vermute jetzt, ja gut, die haben sogar schon gestartet, die wir schnell sortieren diesmal. Normalerweise brauchen die immer so einen Tag, bis sie jetzt gestartet haben. Diesmal haben sie direkt gestartet. Mittlere, theoretisch können wir uns eigentlich auch mal an das Höhe. Nee, das Höhere können wir uns nicht ranwagen, das ist zu viel. 1,13 Millionen schaffen wir niemals. Auf jeden Fall zweiter Platz derzeit, das ändert sich natürlich noch. Aber ja gut, wenn ich habe ja schon. Nee, warte, das ist ein. Nee, das ist ein die gemeinsamen Punkte hier. 55k brauchen wir, um die Bildbelohnung zu bekommen. Das schaffen wir natürlich locker. Oh, schon wieder N gedrückt. Der B muss ich drücken. Trick zum Beispiel braucht jetzt immer noch 15 Minuten knapp. Und ich würde sagen, hier beende ich jetzt wirklich einmal die Folge, denn. Ja, gut. Ich weiß leider nicht, was ich machen kann. Leider ein kleiner Fail von der Kopfgeld-Quest. Schade eigentlich. Also machen wir die dann doch beim nächsten Event dann die letzten zwei. Schade eigentlich, dass jetzt genau das natürlich resettet werden musste, wenn ich spielen will. Auf jeden Fall. Schade eigentlich. Schönen Tag noch. Bis bald und. Ciao.